Ja Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play Days Gone. Treff dich mit Colonel Garrett, machen wir mal. Ah, Sir, ich war... Wissen Sie, als ich jung war, wir erforschten Höhlen wie diese hier, suchten nach Felszeichnungen von den Modok und anderen. Jahrtausende alt. Wissen Sie, sie lebten nie in diesen Höhlen, die Heiden. In Kälte und Dunkelheit. Doch sehen Sie, wie tief wir gefallen sind. Colonel, ich war der Soldat, der Lieutenant Whittaker und Weaver zugeteilt war, den Sie ersetzt haben, ist fahnenflüchtig. Er brach in meine Privaträume ein und stahl mein Exemplar der Heiligen Schrift. Ich will sie zurück. Ja, Sir. Sie finden seinen letzten Standort auf der Karte. Wegtreten, Corporal. Okay. Der Tierfall der Menschheit. Okay, das war eine kurze Quest. Aha. Das Böse unter uns und das. Noch eine Rede von dem lieben Garrett. Ach Mensch, das habe ich ja vermisst. Nein, ich habe es nicht vermisst, aber... Ah, natürlich habe ich es vermisst. Aber ich glaube, wenn es so weitergeht hier, werden wir es uns nicht mehr lange anhören müssen, den Quark. Denn, wir werden, ja, sowieso bald herausbrechen. Ein bisschen freue ich mich. Beklagte den Verlust von Captain Jimenez, unserem einzigen Arzt und meinem guten Freund. Und für welche große Sache hat er sich geopfert? Nur damit ein Junkie, diese widerwärtige Kreatur, Hai werden konnte. Jimenez starb, weil er sich zwischen einen Junkie und seine Drogen stellte. Ja. Ich habe Maßnahmen ergriffen, damit das nicht mehr vorkommt. Zu ihrem eigenen Schutz. Die Lieutenants Whittaker und Weaver werden in der Arche ab jetzt streng bewacht. 24 Stunden am Tag. Ab heute gilt: Personen, die über großes Wissen verfügen, das nicht zu ersetzen ist, Mechaniker, Ingenieure, Forscher, medizinische Kräfte, werden von ihrer Pflicht entbunden und in die Arche verlegt, bis dieser Krieg vorbei ist. Von jetzt an darf die Arche niemand mehr ohne ausdrückliche Sondererlaubnis betreten. Scheiße. Diese Erlaubnis kann nur von mir ausgestellt werden. Ausnahmen sind nicht möglich. Leider muss ich erkennen, dass die Freaks niemals unsere echten Feinde waren. Sie wissen nicht, was sie tun. Die Menschheit, die vollkommen degeneriert ist und in Sünde lebt, ist unser wahrer Feind. Behaltet eure Nachbarn im Auge. Das Böse ist unter uns. Ja gut, einerseits muss ich sagen, kann ich es nachvollziehen, dass er so handelt. Corporal St. John, hey Mann. Ich hab dich letztens mit der Hexe von Wizard Island rumkrusen sehen. Wie lief das denn? Du meinst Lieutenant Whittaker, Sergeant? Ey, nein, so habe ich das nicht gemeint. So unter uns Soldaten, okay? Einfach mal quatschen. Nach, zeig etwas Respekt.
Ja, ja, wie gesagt, war nicht böse gemeint. Gut, aber ich würde ganz gerne... melde dich bei Weaver. Aber er meinte natürlich als erstes, Wir sehen uns, Corporal St. John. Also ich mach es gleich. Erstmal. Befehlshabender Korporal. Sarge, wie geht's denn so? Genau, dann würde ich die hier kaufen. Was ist denn das mal von der Waffe? Nee, das war gar kein, das war. Ja, also, genau. Oh ja, davon habe ich auch eine. Nettes Teil. Spezial, wollen wir die mal mit? Ja, obwohl. Ja, okay. Hey, was kann ich für dich tun? Du hast wohl ein Loch in deinem Portemonnaie, wie? Okay, das ist schon besser. Bitte sehr. Ja, du machst mich noch zum Millionär, was? Oh, man macht auf dicke Hose. Ah, okay. Genau, also. Für dich ist nichts dabei? Ich würde sagen, ich nehme erstmal die hier mit. Nichts, hä? Solange es noch Nester hier gibt. Kann ich eigentlich wieder was herstellen? Also, er wollte dieses Zippern, ja, genau. Denn wir haben, glaube ich, soweit ich weiß, noch nicht alle Nester. Ich glaube, so ein paar Stück fehlen noch, warte mal. Wie viel habe ich denn? Corporal St. John. Schön, dich zu sehen, Mann. 35, also 7 fehlen noch, siehst du ja so. Hey, Sergeant. Also 7 Stück fehlen noch. Genau, und die würde ich halt ganz gerne vorher weggeballert haben, bevor wir dann endgültig auf Armbrust weg sind. Ich hoffe, die sind schneller mit den Nestern, als es noch Horde, wenn die es zur Horde treffen. Danach würde ich allerdings die Waffe wegwerfen. Danach brauchen wir sie nicht mehr. Danach ist die andere Waffe nämlich besser. Hm? Achso. Danach ist die andere Waffe nämlich besser. Nämlich die, dieses Sturmgewehr. Weil ich glaube, damit können wir noch Horde noch ein bisschen besser aufhalten. Denn, das war munitionstechnisch ja schon... also ich würde schon sagen, klar, wir haben natürlich aufgefüllt. Aber munitionstechnisch war es schon sehr, sehr, sehr knapp. Und das ist mir dann doch ein bisschen zu knapp, ne? Also, klar. Achso, warte, ich muss hier rein, ne? Oder? Komm ich da hin? Nicht aufzukriegen. Oh Gott. Keine Ahnung, wie ich da reinkomme. Wie bin ich nach Hause gekommen? Muss ich mir die Genehmigung holen? Oh nee. Was weiß ich? Komm ich da dann rein? Ah, hier. Okay. Hey, Weaver. Oh, Corporal St. John, komm doch rein, Mann. Sieh dich um. Mein Zuhause. Ja, wirklich schön haben Sie es hier. Schöne Scheiße, ne?
Was sie wohl gemacht hätten, wenn ich versagt hätte. Oh, eine kältere Höhle. Darunter. Ja, ich hörte davon. Tja, sie ist auch nicht besser klargekommen als ich. Nein, ist sie nicht. Brauchen Sie irgendwas? Nee, Mann, alles gut. Oh, halt, weißt du was? Es gibt was, das ich gerne hätte. Hörst du das? Was denn? Genau. Gar nichts. Der Colonel hat's nicht so mit Musik, falls du das noch nicht weißt. Ich glaube, er ist Mennonit oder so. Nein, das ist Tanzen. Was wie Tanzen? Mennoniten lieben Musik. Sie haben nur ein Problem mit Tanz. Schon gut. Oh, sag bloß. Na, wie auch immer, Kumpel, ist mir egal. Ich brauche einen MP3-Player. Kopfhörer. Irgendwas. Sound. Soll das ein Witz sein? Sehe ich etwa so aus? Wow. Okay. Danke. Finde Weavers MP3-Player. Okay, warte mal, das ist jetzt eigentlich ein Stories aktiv. Ihr müsst ja alles aktiv haben. Ist das so ein Nebenjob oder was? Gut, dann machen wir das als erstes. Ein Nebenjob sage ich ja nie nein. Und dann machen wir also eine Kopfgeldjagd. Ich meine, wir haben ja auch wieder sehr viel Story gemacht. Dann machen wir, gibt's heute eine kleine Kopfgeldjagd. Aber ich glaube, wir haben auch schon alle bald durch. Also wir finden das ja auch nicht mehr. Bei 82%. St. John, hörst du mich? Weaver, ja, ich kann dich kaum noch hören. Schlechte Verbindung. Das ist die Höhle. Ein Wunder, dass das überhaupt funktioniert. Hey, ich weiß, wo du einen MP3-Player findest. Okay, ja. Wo denn? Ich war in einem Flüchtlingslager an einem Community College, das überrannt wurde. Das Community College östlich von hier, beim Highway 97? Ja, genau. Egal, als wir weg mussten, musste ich alles zurücklassen. Auch meine Mutter. Scheiße, ich muss los. Meld dich, wenn du da bist. Weaver, Hände. Klar, Weaver. Was auch immer du meinst. O'Brien. Kommen, O'Brien. Ich weiß, dass du mich hörst. Drifter? Hätte nicht gedacht, dass ich noch von dir höre. Dein Funkgerät war aus. Ja, ich hab's ausgestellt. Hör zu, ich brauch deine Hilfe. Ich höre. Eine Frau, die Frau, die wir gesucht haben. Ich erinnere mich. Ich habe sie gefunden, O'Brien. Sie lebt. Das ist unglaublich, dass sie es rausgeschafft hat. Ist... Hör zu, ich habe keine Zeit. Ich habe sie gefunden, sie lebt, aber sie wird von der Miliz festgehalten. Von den Typen, die du erwähnt hast. Das tut mir leid. Also ich brauche dein verdammtes Mitleid nicht, ja? Ich brauche deine Hilfe. Sie halten sie fest und ich komme da nicht hin, okay? Du musst mir helfen, sie zu befreien. Du weißt, dass das nicht geht. Einen Moment. Okay, aber zuerst musst du was für uns tun. Sag an, ich mache alles. Lass dieses Mal das Funkgerät an. Ich melde mich. Okay, O'Brien. O'Brien! Verdammt! Ja, O'Brien tut nichts kostenlos. Das kann man, muss man ihm wohl lassen. Drifter, hörst du mich? O'Brien, okay. Wo zum Teufel warst du? Triff mich bei den Koordinaten, die ich geschickt habe. O'Brien, Ende. O'Brien? O'Brien? Oh, Scheiße. Was es heißt, zu überleben. Ach Gott, was ist das? Das ist das hier die Quest, oder was? Wo ist sie? Wo ist denn O'Brien? Oh, verdammt. Okay, Private Myers. Wo zum Teufel steckst du? Okay.
Der ist bestimmt so zum Anarchisten-Camp. Wo? Ah, ist das hier das Camp oder was? Wäre schnell da. Zurück. Ich glaube, bevor du irgendwelche irgendwas tust. Einer ist erledigt. Kein Rückzug. Ah, oh Gott, damit hört es ja auch bald auf. Ich muss sagen, damit habe ich auch nicht gerechnet. Nicht hier lang. Ah, hier sind solche Anarchisten-Symbole. Ach so. Nein. Ah, wie nein. Oh ja, das ist er. Oh ja. Mein Tool ist noch was, ne? Oh, da muss ich jetzt. Oh Gott, da muss ich jetzt. Es ergibt gar keinen Sinn, so zu fahren. Deswegen werden wir den Todesnachweis später abliefern. Die Quests sind sicher erledigt, aber okay. Wir werden. Okay. Man sagt ja Ruhe in Frieden, aber das lasse ich mal lieber. Wir werden erstmal O'Brien helfen. Damit der Arsch uns hilft. Genau. Oder. Ja, anders ergibt gar keinen Sinn, wenn ich hier hin und her fahre, dann schon wenig Benzin. Gut. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt hier einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht's weiter. Machen wir mit O'Brien weiter, geben das dann kurz ab. Und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht's weiter. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt jetzt mal wieder wie immer Spaß gemacht. Und wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Ciao. Bis dann. Tschüss.